Das Muster wiederholt sich immer wieder. Und was wir heute haben, Vereinigte Staaten, Anglo-Sachsen gegen Russland, das hatten wir 1941 gegen Japan, das hatten wir 1914 gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn und die Türkei. Und das hatten wir auch 1939, dieses Muster. Wollen wir uns trauen, noch da ein bisschen drüber zu reden, oder ist es dir zu heiß? Genau, also da rede ich sehr gern drüber. Was jetzt, also für mich war das eine Bombe. Also ich habe das also wirklich gedacht, das kann nicht sein. Und wir haben es ja alle gelernt. Hitler hat wollte wegen seinem Antisemitismus, weil er die Juden gehasst hat, wollte er also einen Krieg anfangen, weil nur im Krieg kann er diesen Massenmord machen. Das ist ja das, was wir gelernt haben. Und jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was wäre wenn gewesen? Was Hitler wollte. Also das heißt ja nicht, dass jetzt Hitler den Frieden wollte oder dass Hitler ein guter Mensch war, sondern es geht jetzt ja uns darum zu beleuchten, was die Engländer und die Amerikaner gemacht haben. Es geht nicht darum zu sagen, dass jetzt Hitler gut war, und es ist ganz sicher so, dass die Deutschen sehr viel mehr hätten Zivilcourage zeigen können. Von 1930 aufwärts hätten sie sehr viel mehr machen können. Aber das Entscheidende ist jetzt eben nicht nur auf Deutschland zu gucken, auch im Hinblick auf heute, sich anzugucken, was haben die Engländer was haben die anderen damals gemacht? Sie stellen sich ja so dar, die anderen, die wollten in Frieden und Demokratie leben, ihnen ging es um die Menschenrechte, um gute Werte. Sie wollten in Frieden leben. Und dann kam also Hitler, und er hat dann den Zweiten Weltkrieg angefangen. Und natürlich mit Versailles war es natürlich ein bisschen Pech gewesen. Gerd Schulze-Rohnhoff ist in die Archive gegangen, hat diese ganzen Ereignisse, die vor dem Weltkrieg, vor Kriegsbeginn stattgefunden haben, hat er also in seinem Buch dargestellt. Und aus meiner Sicht, da geht eindeutig hervor, Hans, wir können das gleich nochmal näher erklären, da geht eindeutig hervor, dass also 1938, nachdem Deutschland in Tschechien einmarschiert ist, die Engländer den Entschluss gefasst haben, oder vielleicht auch die Amerikaner, wer auch immer, die haben den Entschluss gefasst, Deutschland muss jetzt wieder klein gemacht werden, Deutschland ist zu stark. Und sie haben dann damals schon 1938 den Entschluss gefasst, Deutschland den Krieg zu erklären. Und nicht erst, dass Hitler irgendwie Polen angegriffen hat, sondern das kann jetzt Hans-Jörg noch gleich erklären, wie das gelaufen ist, wie der Trick gelaufen ist, weil ich konnte das auch nicht glauben. Für mich war das unglaublich. Natürlich ist es jetzt nur, ich habe jetzt Gerd Schulze-Rohnhoff nicht zugeguckt, wie er die Archive überprüft hat. Aber es geht ja allein darum, dass man mal diese Sichtweise diskutiert. Diese Diskussion findet ja gar nicht statt. Ja, genau. Vielleicht, Also Hans-Jörg, das. kannst du kurz mal erschildern, wie das jetzt nach der Version, nach dieser alternativen Sicht, wie das gelaufen sein soll, ab 1938. Also Gerd Schulze-Rohnhoff ist ehemaliger General der Bundeswehr. Da hat dieses epochale Werk geschrieben, glaube ich, sind schon, glaube ich, 10, 15 Jahre her. 1939, der Krieg, der viele Väter hat. Ja, der muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein in seinem Titel. Ja, weil es das sehr gefährlich ist, in Deutschland, wenn man versucht, die historische Wahrheit zu verbreiten. Also ich denke, vom Inhalt des Buches müsste es eigentlich richtigerweise heißen, 1939, wie die Anglo-Sachsen wieder den nächsten Krieg gegen Deutschland vom Zaun gebrochen haben, um unser Land endgültig zu vernichten. Das wäre eigentlich der realistische Titel, hat es sich nicht ganz getraut, aber es geht ja aus dem Inhalt hervor. Wobei man muss Schulze-Rohnhoff zugutehalten, auch alle schlechten Handlungen der deutschen Reichsregierung ja auch genau auf den Punkt bringt. Aber die sind halt im Vergleich zu den Handlungen der Anglosachsen nicht so erheblich, was die Herbeiführung des Kriegsausbruchs betrifft. Das ist ja entscheidend. Schulze-Rohnhoff fängt auch an zur Jahrhundertwende Ende des 19. bis Anfang 20. Jahrhunderts, was wir gerade schon über die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. Das beleuchtet er auch, weil er genau weiß, dass die Ursache des Zweiten Weltkrieges dort zu finden ist. Was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, wenn es heißt, ja, die deutsche Wehrmacht ist 1938, 39 dann in der Tschechei, hat man damals gesagt, einmarschiert. Ja, die böse deutsche Wehrmacht, das böse deutsche Reich. Da wird aber ausgeblendet, dass zu Ende des Ersten Weltkrieges es eine völkerrechtlich verbindende Note gegeben hat, der Vereinigten Staaten von Amerika, von Präsident Wilson, an die deutsche Reichsregierung, dass ein Friedensschluss auf der Basis der 14 Punkte stattfinden wird. Eine völkerrechtlich bindende Erklärung gewesen des amerikanischen Präsidenten gegenüber dem deutschen Kaiser. Und die 14 Punkte waren ja auch gut. Die hieß es, das ist also im Endeffekt ein Ausgleichsfrieden nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker dürfen die Völker in dem Land, dürfen sich raussuchen, in welchem Land sie wohnen wollen. Ja?
Erst daraufhin hat das Deutsche Reich die Waffen gestreckt, Ende 1918, obwohl es im Felde nicht besiegt war, weil man darauf vertraut hat, auf die 14 Punkte. Was ist dann passiert? Kaum hat sich das Deutsche Reich selbst entwaffnet, kam dann dieser Diktatfrieden von Versailles, wo man nichts, aber auch nichts eingehalten hat von dem, was völkerrechtlich verbindlich unserem Land zugesagt worden war von den Vereinigten Staaten. Also nicht nur Lügen, sondern auch noch dreistestes Hintergehen. Ja, das ist auch ein Wesen dieser Politik. Damit sind die Sudetendeutschen, die nach den 14 Punkten von Wilson ein Recht hatten, im Deutschen Reich zu leben, gezwungen worden in den neuen tschechoslowakischen Staat, wo sie blutigst unterdrückt wurden seit 1919. Dadurch sind die Deutschen in Westpreußen in einem Teil der Provinz Posen, da lebten auch Polen in einem Teil der Provinz Posen, aber in einem Teil der Provinz Posen, Westpreußen, also alles deutsche Ostgebiete, die wurden auch gegen die 14 Punkte in den polnischen Staat hineingepresst und wurden aufs Blutigste unterdrückt. Es sind also zwischen 1919 und 1939 wohl mehrere hunderttausend Deutsche umgebracht worden von den Polen, die man da in dieses Land gegen die 14 Punkte hineingezwungen hat. Circa 1,5 Millionen mussten ihre Heimat verlassen, sind vertrieben worden. Also die erste große polnische Vertreibung gegen Deutschland gab es nicht erst 1945, die gab es schon ab 1919. So. Ja, jetzt ist ja interessant, das sind alles Fakten. Ja, und was ist dann gewesen, als die deutschen Truppen in Tschechien einmarschiert sind oder als Österreich angeschlossen wurde? Man hat die 14 Punkte endlich erfüllt, was uns 20 Jahre zuvor zugesagt worden war. Das sind ganz interessante Entwicklungen alles. Oder zum Beispiel, dass England und Frankreich schon versucht haben, Ende 1938 das Deutsche Reich zu überfallen. Das hat dann aus gewissen Gründen nicht geklappt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, warum nicht. Das war ja auch alles da. Es gibt die ganzen Aussagen von Churchill, dem englischen Premierminister während des Zweiten Weltkrieges, der schon 1936 dem deutschen Botschafter gesagt hat in London, ihr Land wird ökonomisch wieder zu stark, wir müssen es wieder zerschlagen. Die gleiche Motivlage der Engländer wie schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ja? Kein Schneid, kein Ehrgefühl, sich der offenen Wirtschaftskonkurrenz zu stellen, nein, die Wirtschaftskonkurrenten Deutschland einfach zu vernichten, weil er im Wege war. Wir können das weitertreiben alles. Oder einfach nur sagen, wie es gelaufen ist, als dann auch der Krieg gelaufen ist. Zum Beispiel 1940 gab es die gleiche deutsche Friedensoffensive gegenüber England wie auch schon 1916. Das Deutsche Reich hatte kein Interesse an einer Ausweitung des Krieges nach dem gewonnenen Polen- und Frankreich-Feldzug. Das Deutsche Reich war bereit für Friedensverhandlungen, ist auch bereit zu Konzessionen. Da haben die Engländer gar nicht mal drüber reden wollen, weil ihr Ziel das gleiche war, wie vor dem Ersten Weltkrieg, Deutschland grundsätzlich zu vernichten. Es gibt auch die ganzen belegten Aussagen von Winston Churchill während des Krieges. Und wenn Deutschland von einem Jesuitenpater angeführt würde und nicht von Herrn Hitler, würden wir den Krieg trotzdem bis zur vollständigen Vernichtung Deutschlands weiterführen, weil es das eherne Ziel jeder englischen Politik sein muss, diesen Konkurrenten auf ewig aus dem Weg zu räumen. So, zack. Und wie ist es heute? Man dämonisiert die Russen und man dämonisiert den Herrn Putin gleichermaßen. Ja, also die Parallelitäten sind so erschreckend. Jetzt, weil ich so viele Fakten schon gesagt habe, eine Sache noch am Schluss. Das kann man nicht nur bei Schulze-Ronhoff nachlesen, sondern das ist, wenn man will, überall offen auch bekannt. Polen hat im März 1939 gegen das Deutsche Reich mobil gemacht. Die Polen haben unter der gleichen schizophrenen Selbstüberschätzung gelitten 1939 wie die Ukrainer 2022. Die Ukrainer meinen wirklich, sie könnten die Russen besiegen, weil ihnen das die Amerikaner eingeredet haben, was sie nicht können. Und genauso haben die Engländer den Polen damals eingeredet, sie könnten Deutschland besiegen, weil sie durch die englisch-amerikanische Unterstützung im Rücken hatte. Polen hat gegen unser Land mobil gemacht im März 1939. Polnische Flak hat am 24. August 1939 zwei Lufthansa-Maschinen beschossen über der Ostsee. Das war eine Kriegshandlung. Das waren polnische Kriegshandlungen gegen unser Land. Am 28. August 1939 haben reguläre polnische Truppen auf deutschem Reichsgebiet deutsche Bauern gejagt und Höfe überfallen. Ja, deswegen verstehe ich sowieso nicht, warum das alles irgendwie angeblich mit diesem fingierten Überfall, ne, von SS-Männern in polnischen Uniformen 1. September 1939, um einen Kriegsgrund gegen Polen zu haben. Den haben wir noch gar nicht gebraucht. Die Polen haben doch schon vorher gegen unser Land Krieg geführt. Und vielleicht, was ganz wichtig ist, noch zu erwähnen, ist,
Jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja wahrscheinlich, was die erzählen, das ist ja völlig unglaublich und das ist ja bestimmt alles widerlegt und das kann man dann nachlesen. Jetzt gehe ich gleich mal auf Google und gucke das nach. Das stimmt ja alles gar nicht, was der Schulze-Ronow erzählt. Und ich habe dann natürlich diesen Schritt auch gemacht, bin dann gleich hin, habe dann bei Google eingegeben, Schulze-Ronow Kritik, habe dann gleich bei Wikipedia geguckt, weil wir wissen natürlich, Wikipedia ist nicht... sag ich mal, von den Anglo-Amerikanern dominiert. Das sehen wir ja, also überall. Ich glaube, jeder weiß, dass Wikipedia nicht neutral ist. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass bei Wikipedia alles unternommen wird, um jetzt Schulze-Ronow schlecht zu reden. Weil natürlich diese Sichtweise nicht erwünscht ist. Was aber auffällig ist, also er wird mit allen negativen Attributen belegt. Es wird dann gesagt, ja, er ignoriert die neueste Geschichtsforschung. Aber die ganzen Quellen, die er gebracht hat, zum Beispiel auch, dass die Engländer, da gab es ja also tausend Verhandlungen. Hitler ist ja immer wieder, hat er immer noch eine Woche vorher allein, das beschreibt er ja ganz ausführlich, diese diplomatischen Konsultationen, hat er immer wieder versucht, sich mit den Engländern gut zu stellen und also diesen Krieg gegen England, also nicht Krieg gegen England zu führen. Aus welchem Grund auch immer, wollte Hitler mit England befreundet sein. Auf jeden Fall wird er auch, schildert Schulze-Ronow auch, dass der Daily Telegraph einen Artikel rausgebracht hat damals, der also diesen Plan von Hitler also dargestellt hat und dann die britische Regierung diese Ausgabe beschlagnahmt hat. Das heißt also, die britische Regierung hat in die Pressefreiheit eingegriffen, hat also diese neutrale Darstellung von dem, was da also passiert ist, beschlagnahmt und dann kamen die Spätausgaben, da war dann nichts mehr zu sehen. Und allein diese Quelle, das ist ja die totale Parallelität zu heute. Und Schulze-Ronow schildert ja am laufenden Band solche Sachen. Und bei Wikipedia wird das alles nicht bestritten. Das heißt, diese Quellen, die Schulze-Ronow anführt, die werden nicht bestritten. Er wird irgendwie schlecht geschrieben. Aber jedenfalls, ich habe jetzt nichts gefunden, wo diese Quellen bestritten werden. Sondern diese Quellen gibt's. Das ist alles nachlesbar. Es tut halt keiner. Also das ist ja halt diese typische Strategie. Es wird einfach ausgeschwiegen. Es wird einfach ausgeschwiegen. Und es werden dann Fehlsuggestionen geweckt über die Geschichte. Es werden dann so Teile erzählt, wo die Leute sich dann ein falsches Bild machen. Es wird natürlich auch direkt gelogen. Aber aus meiner Sicht hauptsächlich wird damit gearbeitet, Dinge auszulassen. Das ist eigentlich der größte Trick. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil die Leute vielleicht nicht wissen, von welchem also Verhandlungsvorschlag du sprichst. Also es ging ja darum, also das Deutsche Reich konnte, als es dann wieder stark genug war, natürlich auch durch eine Aufrüstung, aber alle anderen waren sowieso höher gerüstet gewesen als das Deutsche Reich. Also was eine Nachrüstung, um mit den anderen gleichzuziehen. Dann eben die Möglichkeit hat er gesagt, nein, ihr Polen, ihr habt so und so viele 100.000 unserer Deutschen umgebracht, ihr habt so und so viele über 1 Million vertrieben von 1919 bis 1939 aus ihrer angestammten Heimat in Posen, Westpreußen. Wir schauen dem nicht mehr länger zu. Jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und verhandeln mal irgendwie Minderheitenschutz, Minderheitenrechte. Das war die Situation von 1939 gewesen. Jetzt gehen wir ganz bewusst in die jetzige Situation rein. Was hat die russische Regierung gemacht gegenüber der Ukraine seit 2014? Hört bitte auf, unsere Russen im Donbass zu unterdrücken. Das sind ja Russen, das sind ja keine Ukraine. Ja? Also auch da sieht man wieder die Parallelität. Und die deutsche Reichsregierung hat dann im August 1939, wir waren ja dabei gewesen, welche revolutionären Friedensvorschläge der Reichsregierung, der Daily Telegraph, da auf Anweisung der englischen Regierung unterdrückt hat, Ende August 1939, damit es eben zum Krieg kommen konnte. Das war ungeachtet der ganzen Unterdrückungen, Vertreibungen, Ermordungen von so vielen Deutschen durch Polen zwischen 1939, wollte die Reichsregierung trotzdem ein vernünftiges Abkommen mit Polen aushandeln. Da ging es eben darum, die deutsche Sprache, eben auch die deutsche Kultur, auch wieder, dass die Leute wieder auch ihr Eigentum vielleicht zurückbekommen, das beschlagnahmt worden war. Und da war man auch bereit, um dieses Ziel im Frieden zu erreichen, war man auch zu weitgehenden Konzessionen bereit an Polen. Man war auch dazu bereit, eine Volksabstimmung zu machen, in dem sogenannten Korridor, ne, zwischen dem Reichsgebiet und Ostpreußen, also das Gebiet Westpreußen, in dem vor dem Ersten Weltkrieg, das war zu 80% deutsch besiedelt, dann ein paar Polen, aber vor allem Kaschuben, also ein weiterer slawischer Volksstamm, von dem die wenigsten wissen. Und also wenn
Diese Abstimmungen hätte aber vielleicht auch sogar gegen Deutschland ausgehen können, weil es eben schon auch damals einen Bevölkerungsaustausch gegeben hat, weil eben so viele Deutsche von den Polen damals schon ins Reichsgebiet vertrieben worden sind. Und auch das Deutsche Reich war sogar bereit, die Volksabstimmung auch dann zu akzeptieren, wenn eben dadurch, dass viele Deutsche schon nicht mehr da waren, es vielleicht doch zugunsten Polens ausgegangen wäre. Man hat Polen Garantien geben wollen, dem Hafen Gdynia, also der polnische Hafen neben Danzig, dass sie den immer nutzen können als Zugang zum Meer und so weiter und so fort. Und das waren derart revolutionäre Vorschläge, um einen langfristigen Frieden zwischen Deutschland und Polen zu erreichen, ungeachtet der ganzen polnischen Verbrechen, ja, gegenüber unseren Leuten über 20 Jahre. Dass das unterdrückt worden ist von der englischen Regierung, der Bericht im Daily Telegraph sagt ja wohl auch wieder ganz klar eine Motivlage, dass man eben unbedingt den Krieg herbei provozieren wollte, indem man Polen scharf gemacht hat gegen Deutschland. Das hat dann auch diese Vorschläge zurückgewiesen. Polen hätte wahrscheinlich diese Vorschläge nicht zurückweisen können, wenn sie in der englischen Presse geblieben wären. Also da haben wir doch ganz klar, also jetzt wieder als Auslöser des Zweiten Weltkrieges der Engländer, tut mir leid, 1+1=2, auch wenn es einige nicht gerne hören wollen. So, und jetzt dann zur Ukraine auch. Ja, zur Ukraine noch, dass der Gedankengang bitte ist, ja. Und auch das ist doch wieder, wir wollen aus der Geschichte lernen, also müssen wir uns anschauen, wie ist es wirklich zum Zweiten Weltkrieg gekommen, wie ist es jetzt zum russisch-ukrainischen Krieg gekommen. Die Russen im Donbass, das sind Russen, blutig unterdrückt, Sprache verboten, bombardiert von der eigenen ukrainischen Armee. Stellen wir mal uns vor, wir Deutsche in wir Franken oder Bayern im Süden wären acht Jahre lang von der Bundeswehr bombardiert worden. Ja, so muss man sich das vorstellen, ja, so schizophren. Auch da hat Russland Minsk-1-Abkommen, Minsk-2-Abkommen war genau der gleiche Ansatz auch der russischen Regierung von Putin, hier friedlich einfach zu sagen, hört auf, die eigenen Leute zu beschießen, so wie auch die Reichsregierung damals gesagt hat, hört auf, unsere Leute weiter zu vertreiben, umzubringen, lasst denen die russische Sprache und wir sind einverstanden, wenn die im ukrainischen Staatsverband bleiben. Auch das ist bewusst von ukrainischer Seite hintertrieben worden, aber hinter der ukrainischen Seite stehen genau die gleichen Angloamerikaner, wie sie damals hinter der polnischen Seite standen. Das ist so die Parallelität. Wie hat man den Krieg 2022 herbeiprovoziert und wie hat man den 1939 herbeiprovoziert? Immer die Anglosachsen, damals über die Polen, jetzt über die Ukrainer. Ja? Und auf uns Russen und Deutsche zeigt man mit den Fingern, obwohl wir uns damals und die Russen sich heute eigentlich bis zum Schluss einigen wollten. Es war nicht gewollt. Es war der Krieg gewollt von westlicher Seite. Was ich so interessant finde, ist, also diese genau die Ähnlichkeit, die du beschrieben hast, und vor allen Dingen ist das Buch ja früher erschienen. Ich glaube, 2007 ist es erschienen. Mhm. Und das konnte ja, Gerd Schulze-Rohnhoff konnte damals ja gar nicht wissen, was heute passiert. Und man kann natürlich jetzt mutmaßen, dass vielleicht auch Polen damals auch angestiftet wurde, Kriegsverbrechen gegen die Deutschen zu begehen. Dass die Engländer das also betrieben haben, dass die Polen Deutschland provozieren. Da habe ich jetzt keine Quellen dafür. Aber das ist natürlich irgendwie naheliegend. Also aus meiner Sicht. Und ansonsten gleicht sich das ja vollkommen. Und Gerd Schulze-Rohnhoff hat das also 2007 geschrieben. Und wir erleben jetzt das Gleiche, was er 2007 geschrieben hat, erleben wir jetzt in Russland und in der Ukraine. Mhm. Und aus meiner Sicht, das ist wirklich, das ist für mich auch ein ganz klarer Hinweis dafür, dass eben das stimmt, was er schreibt und was andere schreiben. Schreiben so viele. Weiter hat bloß ausgeblendet. Ja, genau, bitte, ja. Ja, es geht ja noch weiter, was also ja auch eigentlich Common Sense ist, dass dann also Deutschland aus Machtgier, aus Antisemitismus Russland angegriffen hat 1941, um Lebensraum im Osten zu bekommen.